Herzlich willkommen zu einem Expertengespräch bei Mission Mittelstand. Ich glaube, diese schillernde Unternehmerpersönlichkeit, die brauche ich gar nicht vorstellen. Jeder weiß ganz genau, jetzt wo ich bin, wir sind bei Trigema, bei Wolfgang Grupp. Wenn du jetzt gerne selber die Möglichkeit haben möchtest, Wolfgang Grupp deine Fragen persönlich zu stellen, dann melde dich jetzt für unseren finalen Unternehmerkongress am 26. und 27. November an. Den Link dazu, den findest du hier unter diesem Video. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Herr Grupp, vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Einen schönen guten Tag, Herr Aumann. Herzlich willkommen in Burladingen bei Trigema. Ja, zum ersten Mal hier und man kann Ihr Hauptquartier nicht verfehlen. Gut, das könnte so sein. Wir sind auch nur in Burladingen und nicht in Berlin oder in Hamburg. Herr Grupp, Sie haben vor einigen Jahren 100-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Das bedeutet, 100 Jahre gibt es dieses Unternehmen und Sie haben es, ja, man kann sagen, mit einer Krise aus dem elterlichen Unternehmen übernommen. Was waren damals die allerersten Schritte, um da wieder richtig Fahrt aufzunehmen, aus einer Krise rauszukommen und vor allen Dingen, was waren Ihre ersten Ziele? Also ob das eine Krise war oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Mein Vater als Schwiegersohn, meine Mutter ist die Tochter des Gründers, meines Großvaters, und war Geschäftsführer. Und als mein Großvater gestorben ist 1956, dann hat mein Vater gemeint, nur mit Textilproduktion, das würde nicht reichen, man müsste diversifizieren, man muss Firmen haben. Also schon so, was ich heute so ein bisschen kritisiere, Größenwahn, Gier, immer mehr und so weiter. Und dann haben wir eine Kunststofffirma aufgemacht, man hat eine Jersey-Firma gegründet, man hat eine Strickwarenfabrik gegründet. Und diese Gründungen haben Millionen gekostet. Für meinen Vater war es problemlos, man stellt Geschäftsführer ein und so weiter, aber der Geschäftsführer ist nur so gut, wie man ihn natürlich führt. Wissen Sie, ich sage jetzt mal, ich bin ja der alleinige Geschäftsführer und meine Mitarbeiter sind so gut sie geführt und eingeführt werden. Und dann hatten wir aus Guthaben an den Banken, hatten wir plötzlich 10 Millionen Bankschulden und dann hat man so geraunt in der Firma. Ich studierte in Köln, hatte mein Examen gemacht und war an meiner Doktorarbeit. Und dann hörte ich so im Hintergrund, dass man sagt, der soll doch endlich auch mal was tun, als nur ein schönes Leben als Student und so weiter. Und dann habe ich zufällig, das war die Zeit, wo das T-Shirt aus Amerika nach Deutschland kam, und dann habe ich von Köln aus schon ein bisschen das T-Shirt angefangen, habe es bedruckt und habe das entsprechend bei uns fertigen lassen. Das lief sehr gut und dann habe ich gesagt, okay, und habe meinem Professor gesagt, Herr Professor, mir ist eine Firma ohne Doktor lieber als ein Doktor ohne Firma. Ich muss in die Firma und da habe ich dann begeistert versucht, Probleme zu lösen und zu erkennen und sozusagen das wieder erfolgreich weiterzuführen. Und nach 6 Jahren, 69 kam ich in die Firma und 75 habe ich alle Schulden zurückbezahlt gehabt. Und seit 1975 haben wir nie mehr mit einer Bank über einen Kredit gesprochen. Hammer. Also das bedeutet, er war wahnsinnig verschlankt, alle Zöpfe abgeschnitten, die belastet haben. Ein richtig gutes Produkt. Sie sagen, das war das T-Shirt. Und das haben Sie dann wirklich damit dann aufgebaut? Ja, mein Großvater hat ja nur Unterwäsche gemacht, Doppelripp, Feinripp. Wir haben Hausmarken für die Kaufhauskönige, Versandhauskönige gemacht. Und ich habe dann zusätzlich eben das T-Shirt. Ein T-Shirt ist ja nichts anderes als ein Unterhemd. Nur wird es halt bedruckt oder farbig gemacht. Unterhemd gab es nur in Grau oder Weiß damals. Und das war praktisch ein gleiches Produkt, nur ein bisschen anders gefärbt oder sonst was oder bedruckt. Und da habe ich das weitergemacht. Und das lief sehr gut. Und dann habe ich versucht, diesen Wandel mitzumachen. Und heute sind wir Deutschlands größter Sport- und Freizeithersteller. Wir machen natürlich zig verschiedene Artikel und so weiter. Aber immer noch natürlich klassische Unterwäsche, auch Doppelripp und Feinripp. Gab es bei Ihnen Gewohnheiten, Überzeugungen, die Sie tagtäglich immer noch machen, die Sie heute zu dem gemacht haben, wer Sie sind? Also zum Beispiel, haben Sie einen Ablauf, eine Routine oder halten Sie sich strikt an einigen eigenen Glaubenssätzen? Gut, klar, für mich ist ganz klar,
Meine Firma kann nur so gut sein, so wie ich sie führe. Und meine Mitarbeiter sind so gut ich sie auch führe. Das heißt, wenn ich falsche Anweisungen gebe, dann können die Mitarbeiter nicht positive Entscheidungen treffen. Und deshalb muss ich Vorbild sein für meine Mitarbeiter. Das ist erste Voraussetzung. Es muss eine Korrektheit sein, eine Zuverlässigkeit. Meine Mitarbeiter müssen wissen, sie können sich auf mich verlassen. Und ich bin Ordnung, geordnet und alles. Und bei mir gibt's eine Geschichte. Sie sehen ja, ich sitze hier im Großraumbüro, nicht weil ich sage, ich will die alle überwachen. Nein, weil ich für alle meine Entscheidungen konstant täglich meine Mitarbeiter brauche. Das heißt, auch wenn Sie sagen, Sie wollen hier jetzt mit mir einen Termin, dann entscheidet das meine Werbeleiterin. Das heißt, die sagt, okay, das würde ich machen oder nicht machen. Und je nachdem, die Mitarbeiter sind in alle Entscheidungen eingebunden. Ich entscheide, aber nur aus dem, was mir die Mitarbeiter vorgearbeitet haben. Und wenn die Mitarbeiter mir sagen, Herr Grupp, das ist die beste Maschine, das ist aber auch die teuerste, dann werde ich wahrscheinlich nicht eine billigere kaufen. Ich kaufe diese teuerste Maschine und damit haben meine Mitarbeiter, die sie ausgesucht haben, die Verantwortung. Wenn ich eine andere Maschine kaufe, bin ich verantwortlich bei jedem Satz, wenn ein Problem ist, sagt man, Herr Grupp, hätten Sie die andere Maschine gekauft. Deshalb alles, was meine Mitarbeiter mir vorschlagen und das vernünftig ist und ich nachvollziehen kann, mache ich, damit wir gemeinsam in der Verantwortung sind und an einem Strang ziehen. Also es bedeutet, alles vorleben, nicht vorreden und die Mitarbeitern auch wirklich mit zu Mitunternehmern erziehen? Ganz klar. Die Mitarbeiter bei uns sind alle leitenden Mitarbeiter, waren Lehrlinge. Das heißt, ich habe sehr schnell erkannt, dass wenn ich hier in Bullerdingen lebe, sozusagen Bullerdingen ist nicht der Nabel der Welt. Und wenn zu mir ein toller Mann kommt, der bleibt nicht. Weil der will erstens nicht nach Bullerdingen, der will nach Düsseldorf, Hamburg oder Berlin oder sonst was. Und ich kriege nur die, die in den Großstädten keine Chance mehr kriegen. Und die brauche ich auch nicht. Und deshalb habe ich gesagt, wir haben auch gute Gene auf der Schwäbischen Alb. Die muss ich entsprechend als Lehrling ausbilden. Ich muss sie heranziehen und muss ihnen eine Position geben. Deshalb sind alle leitenden Leute waren Lehrlinge. Also und die sind begeistert und die kämpfen für Trigema und wir sind eine große Betriebsfamilie und dieses Zusammengehörige und dieses Stolzsein auf die Firma, das hat uns viele Probleme problemlos lösen lassen. Das bedeutet, die beste Reklame sind glückliche Mitarbeiter, wenn sie Herzstolz haben und sagen, ich bin stolz, hier bei Trigema zu arbeiten. Haben Sie Fachkräftemangel? Spüren Sie das? Das haben wir natürlich automatisch, ganz klar. Aber wir haben einen gewissen Vorteil. Da ich schon immer die Arbeitsplätze garantiert habe und natürlich auch den Kindern unserer Mitarbeiter einen Arbeitsplatz garantiert habe, dann ist es klar, dass wenn einer hier in der Gegend einen Arbeitsplatz sucht, er vorher irgendwo war und gefeuert worden ist, weil der keine Arbeit hat, haben wir eine Chance, weil er sagt, bei Trigema habe ich wenigstens einen gesicherten Arbeitsplatz. Auch in schwierigen Zeiten. Und so habe ich auch in der ersten Corona-Jahr habe ich sofort meinen Mitarbeitern gesagt, das ist mein Problem. Ihre Arbeitsplätze sind gesichert und Sie müssen nur alles tun, was ich anweise. Und dann ist der Arbeitsplatz gesichert und das auch im zweiten Jahr und auch jetzt in dieser schwierigen Situation mit dem Ukraine-Krieg. Ich sag mal, Mitarbeiter haben mit dem Gasproblem oder alles, was wir haben, kein Problem. Das ist meine Aufgabe. Und die Mitarbeiter wissen, dass ich die Probleme, die draußen auf uns zukommen, das sind meine Probleme. Und die an der Maschine sind, das sind ihre Probleme. Und wenn jeder seine Probleme löst, hat man keine. Jetzt sagen Sie ja, alle wichtigen Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte, die jetzt hier arbeiten, sind teils seit der Lehre schon hier. Das bedeutet, es gab keinen Exkurs ins Studium. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, das hieß nicht schulklug, sondern straßenschlau. Wie wichtig ist für Sie Universitätswissen? Ich möchte mal sagen, wenn Sie das so nett gesagt haben, dann habe ich das ähnlich schon gesagt. Ich habe selbstverständlich Abitur gemacht und dann studiert. Aber ich habe sehr schnell erkannt, als ich hier in die Firma kam, dass ich mit der Volksschule die Firma führen muss. Denn in der Volksschule war eins und eins noch zwei.
Aber je mehr sie studiert haben, je gescheiter sie die Leute hören, wie sie dann reden, da ist ja auch manchmal eins und eins vielleicht auch mal drei. Und deshalb sage ich, mit der Volksschule, da habe ich die klassischen Dinge gelernt, die muss ich anwenden und muss vor allem selber was tun und muss vernünftig bleiben und muss Probleme sofort lösen. Und wer zu mir sagt, er hätte ein großes Problem, dem sage ich, er sei ein großer Versager. Jedes große Problem war klein. Hätte er es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Das ist ein guter Ansatz. Hatten Sie denn schon große Probleme dann? Noch nie? Also gab es noch nie große Probleme? Wir haben große Probleme sind auf uns zugekommen. Egal, wenn Sie, aber ich sag mal, ob die Pandemie 2 Jahre lang oder jetzt der Ukraine-Krieg. Aber ich sag mal, wenn Sie dran denken, New Economy-Krise, da gab es 20-25% Arbeitslose. Und ein Arbeitsloser kauft unser Produkt nicht mehr, der kann es nicht mehr kaufen. Ich brauche Vollbeschäftigte, ich brauche, damit die Leute auch sinnlos etwas kaufen. Denn wer bei mir kauft, der braucht es nicht unbedingt, dem gefällt die Farbe und der kann sich's leisten. Aber wenn er kein Einkommen mehr hat, dann leistet er sich nicht mehr. Und deshalb war die New Economy-Krise für uns sehr schwierig, weil plötzlich die Nachfrage gefehlt hat. Und deshalb sage ich, in der Pandemie haben wir dann Masken gefertigt und dann ist das online stärker geworden. Wir haben alle Chancen genutzt und es gab nie Kurzarbeit in meinen 53 Jahren. Es gab nie Entlassungen aus Dings, weil das ist meine Aufgabe, dass ich meinen Mitarbeitern, das wissen die, die bewerben sich um einen Arbeitsplatz, bieten mir ihre Arbeit an und ich biete ihnen an, Arbeit zum Arbeiten. Und wenn beide ihre Aufgaben erfüllen, gibt's keine Probleme. Und wir sind immer voll beschäftigt. Wir produzieren von Januar bis Dezember, egal welche Krisen kommen, voll ausgelastet und dann einmal mehr auf Lager, weil draußen die Nachfrage fehlt. Und einmal sind wir froh, dass wir Lager haben, dann können wir es wieder. Also das ist meine Aufgabe, garantierte Arbeitsplätze, einen guten Umgang mit den Mitarbeitern. Ich bin kein Sozialsozialist, ich bin Egoist. Ich will Geld verdienen, mir soll es gut gehen. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, je besser ich meine Mitarbeiter behandle, desto netter sind die zu mir, desto mehr leisten die, desto mehr freuen die sich. Und wenn die Freude bei der Arbeit haben, ist die Leistung besser. Und deshalb behandle ich sie top. Sie müssen auch korrekt bezahlt werden und alles, sodass sie zufrieden sind und dass sie gerne bei der Arbeit sind. Also wo wir gerade hier durchs Büro geführt worden sind, also auf dem Weg hier zu Ihrem Schreibtisch, haben wir nur lächelnde Gesichter gesehen. Gibt es denn hier ein Geheimnis der Mitarbeiterführung? Ich meine, nur nett zu sein, nur lieb zu sein zu seinen Mitarbeitern, gibt es da noch mehr? Ja, gut, ich möchte mal sagen, nett sein ist Voraussetzung. Ja. Und dass man die Mitarbeiter top behandelt und anständig ist. Aber dann, ich erwarte natürlich auch etwas von den Mitarbeitern. Das wissen die auch. Und ich sag mal, das weiß man, dass man hier entsprechend der Leistung auch natürlich weiterkommt. Deshalb ist es ja so, dass jeder weiß, wenn er Leistung bringt, schon als Lehrling, dann hat er die Chancen, irgendwann mal ganz oben zu sein. Und dieses Ziel hat ja jeder, dass er mal weiterkommen möchte. Und das ist bei uns immer so propagiert. Und deshalb weiß jeder Mitarbeiter, er wird geschätzt und alles. Und er wird nach der Leistung auch entsprechend beurteilt, auch in der Produktion. Mhm. Gibt es für Sie Feierabend? Es wäre fatal, wenn ich Ihnen sagen müsste, jeden Tag, ich müsste 20 Stunden arbeiten. Das gibt's nicht. Nee. Es muss so sein, dass man Freude bei der Arbeit hat. Wenn die Arbeit zur Last wird, dann ist das tödlich. Das heißt, das gibt's mal, dass man 2 Tage mal gehetzt ist oder sonst was. Aber das kann nicht immer so sein. Der Betrieb muss so organisiert sein, dass man abends sich freut und sagt, jetzt bin ich mit der Familie, jetzt bin ich zu Hause und dann reden wir auch noch über die Firma nett und erzählen, was passiert ist. Meine Kinder und meine Frau sind ja auch in der Geschäftsleitung und so weiter. Aber dass die Firma am Schluss belastend ist, das wäre tödlich. Die Firma muss Freude machen und ich freue mich am Freitagabend selbstverständlich aufs Wochenende. Das ist dann privat, da bin ich naturverbunden, bin in meinem Jagdhaus oder sonst wo. Und freue mich aber am Sonntagabend wieder, jetzt geht's wieder los. Denn nur nichts tun oder nur Urlaub haben oder nur privat ist auch nichts. Die Mischung ist gut. Man muss irgendwo gefordert sein und dann muss man auch mal wieder Freizeit haben. Also zum Freizeit machen, geht's dann in die Natur, zum Jagen. Sind Sie Jäger? Ich bin Jäger, ja, ich habe schon direkt nach dem Abitur mit 19 den Jagdschein gemacht und das ist aber nicht das Schießen, sondern das Beobachten, das Sehen, Naturfreude und so. Ja, also einmal auf wirklich
auf die Pirsch gehen und die Natur beobachten. So ist es. Ja, schön. Seit über 50 Jahren machen Sie das. Etliche Krisen hinter sich, haben Sie ja schon auch öfter erzählt. Wie schaffen Sie es denn immer wieder, durch eine Krise durchzugehen? Ich meine, jetzt sind wir gerade auch, ich nenne es mal den kalten Winter der deutschen Wirtschaft. Ja, wir haben eine Energiekrise, wir hatten gerade die Pandemie, jetzt haben wir den Konflikt. Wie schaffen Sie es immer wieder, durch diese Krisen erfolgreich durchzugehen? Gut, ich habe Ihnen ja gesagt, wenn man die Probleme, solange sie klein sind, löst, dann hat man keine großen. Ja. Natürlich, wir haben 100% Eigenstrom, wir haben Kraft-Wärme-Kopplung, das habe ich 1986 eingerichtet. Das wurde dann auch subventioniert sogar, weil man vom Öl weg sollte zum Gas. Und wir machen 100% Eigenstrom, wir haben zwei Turbinen mit 1600 kW, machen in der Stunde 1600 kW. Und wenn das Gas natürlich praktisch nicht mehr geliefert würde, dann kann ich natürlich vorerst nicht mehr produzieren. Weil die Umstellung dauert natürlich mindestens ein Jahr auf Öl oder auf Wasserstoff 3 Jahre und so weiter. Und das ist sofort nicht machbar. Aber ich möchte nur sagen, ich bin nie ein Pessimist gewesen. Irgendwo werden wir uns durchlaverieren. Und ich sag mal, wir haben auch jetzt natürlich hohe Gaskosten. Wir hatten ja 2020, also vor 2 Jahren, im Monat 100.000 Euro Gaskosten. Letztes Jahr haben sie sich verdoppelt auf 200.000. Im Moment, dann lagen sie mal im Mitte des Jahres oder im Juli oder August, lagen sie mal bei 1 Million im Monat, also verzwölffacht gegenüber vor 2 Jahren. Jetzt werden wir so mit Gaskosten 7, 8, 9 Millionen im Jahr rechnen müssen. Das kann ich natürlich nicht auf die Preise umlegen. Das ist ausgeschlossen. Das muss ich aus den Reserven bezahlen. Wir haben 100% Eigenkapital. Wir haben in 53 Jahren nie eine negative Bilanz abgegeben. Wir haben natürlich viele stille Reserven. Und das werde ich auch bezahlen. Das hat mit Mitarbeiter brauchen keine Angst zu haben. Aber ja, 10 Jahre kann ich das natürlich nicht durchhalten. Dann müsste ich es auf die Preise und dann ist die Frage, ob mein Produkt noch gekauft wird. Weil ich sag mal, ich habe ein Produkt, das Qualität darstellt und alles, das man sich leisten kann, wenn man ein gewisses Einkommen hat. Aber wenn gleichzeitig natürlich die Leute das Einkommen brauchen für gewisse Energiekosten und Wärmekosten und das und jenes und verunsichert sind, dann wird auch die Nachfrage schwinden. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Aber wir wollen sehen, wie wir durchkommen. Und wir haben bisher viele Krisen gelöst. Die Economy-Krise, habe ich ja gesagt, war eine sehr starke. Aber wir produzieren von Januar bis Dezember voll durch. Das werden wir auch dann machen. Wir haben ein großes Lager, wo wir dann auffüllen können. Und dann wollen wir mal sehen, was dann die Politik alles zustande bringt. Was bedeutet für Sie der Wirtschaftsstandort Deutschland? Also wir waren ja über Jahrzehnte hinweg sehr, sehr erfolgreich in diesem Land. Was macht denn wirklich hier diese Wirtschaft so aus? Und warum haben Sie sich immer bewusst hierfür entschieden? Also wenn Sie sagen, ich sei erfolgreich gewesen, Erfolg haben ist keine Kunst. Ich muss den Erfolg durchstehen. Es waren viele erfolgreich und sind als Versager gestorben. Das heißt, ich muss erst zeigen, dass bis ich abgedankt habe, auch den Erfolg durchstehen kann. Das ist Punkt 1. Und ich sag mal, den Wandel der Zeit erkennen, das ist das ganz Wichtige. Das, was ich gestern gemacht habe, war für gestern richtig. Ich muss dann erkennen, dass ich das anders machen muss. Wenn Sie dran denken, dass ich meine Kunden 3-mal austauschen musste. Das heißt, wir haben, als ich in die Firma kam, hatten wir die Kaufhauskönige, Versandhauskönige. Und man konnte sich ja nicht vorstellen, dass ein Karstadt, ein Kaufhof, ein Quelle, ein Neckermann, dass die pleite machen. Das sind die Versager gewesen. Meine Kunden waren die Versager. Und hier gab es 26 verschiedene Textilunternehmen. Man hat sich gegenseitig die Arbeitskräfte abgeworben. Und dann haben unsere Kunden versagt und haben die Preise gedrückt. Und dann haben meine Kollegen die Preise mitgemacht. Ich habe Nein gesagt, musste neue Kunden suchen, habe dann die SB-Kunden und später dann Discounter. Und am Schluss musste ich erkennen, dass ich habe top mit Aldi zusammengearbeitet, aber er wollte dann Hausmarke und die zum halben Preis und da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Und dann habe ich klar gesagt, in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft, Sie wollen ja nicht meinen, dass die Menschheit friert und nichts zum Anziehen hat, wir haben den Bedarf gedeckt,
Muss ich auch einen Teil der Handelsfunktion übernehmen, um nicht in totale Abhängigkeit zu geraten der letzten, die noch übrig sind? Wenn Sie sehen, dass die Versandhäuser und die alle pleite machten, und dann habe ich eigene Geschäfte gemacht und dann habe ich irgendwo die Chance gehabt, online, also denn die Versandhauskönige zu ersetzen, indem ich selber versandte. Und heute machen wir 40% der Produktion geht über unsere eigenen Geschäfte, 40% bereits über online und 20% Kunden aller Art. Und diese Unabhängigkeit habe ich mir eben durch Erkennen des Wandels und rechtzeitig Wissen, was ist machbar, habe ich mir eben geschaffen. Und das ist immer wichtig, dass man diesen Wandel rechtzeitig erkennt und mitmacht. Und meine Kinder sind ja beide im Unternehmen, meine Frau ist im Unternehmen, sind beide alle in der Geschäftsführung. Und wir müssen den Wandel rechtzeitig erkennen, damit wir auch dies, ich habe ja viele Vorteile, dass ich in eine Familie geboren bin, die ein Unternehmen hatte. Ich brauchte nicht um einen Arbeitsplatz fragen und so weiter. Ich wurde praktisch so geboren, dass ich die Selbstständigkeit in die Wege gelegt bekam. Das ist ein Riesenvorteil. Aber ich habe viele Vorteile gehabt, habe aber natürlich mit diesem Erbe auch eine Verpflichtung bekommen. Nämlich, dass ich dieses in der dritten Generation übernommenen Firma auch in die vierte Generation weiterbringe. Ich kann die Vorteile genießen, habe aber die Verpflichtung, das auch in die nächste Generation positiv weiterzuführen. Und diese Verpflichtung kriegen dann meine Kinder auch. Sie kriegen die Vorteile, aber auch, dass sie es weiterführen. Sie sagten gerade, Wirtschaft bedeutet auch immer Veränderung. In meinen Augen Dynamik, Weiterentwicklung. Also wenn wir jetzt mal im gesamten Mittelstand das auf der Metaebene betrachten, was müsste sich in der deutschen Wirtschaft in den kommenden Jahren Ihrer Meinung nach verändern, damit sie immer auch noch interessant ist und bleibt für die Mittelständler? Also wir müssen vor allem, wir behaupten ja, wir seien in einem Rechtsstaat. Und wir müssen vor allem schauen, dass die Entscheidungen treffen, dass die auch für diese Entscheidungen gerade stehen. Das heißt, das Wirtschaftswunder nach dem Krieg, das unsere Großväter geschaffen haben, ist von lauter persönlich haftenden Unternehmern geschaffen worden. Sie hatten auch einen Vorwärtsdrang, aber sie wussten, wenn sie einen Schritt zu weit gehen, dann sind sie persönlich in der Haftung und Verantwortung. Heute ist das ja gang und gäbe, dass man sagt, solange es gut geht, kassiere ich und wenn es schlecht geht, schmeiße ich den Bettel hin. Wenn ich gerade lese, dass Galerie Kaufhof von Karstadt, dass die wieder einen neuen Kredit brauchen oder Hilfe vom Staat brauchen, dann frage ich mich, sind wir in einem Rechtsstaat oder wo sind wir eigentlich? Wenn ich sage, das wird an einen Herrn Benko verkauft und der reibt sich die Hände, was er alles toll gekriegt hat, macht eine Grundstücksgesellschaft und eine in die linke Tasche und Immobiliengesellschaft, in die rechte Tasche eine Betreibergesellschaft, die lässt dann anschließend pleite gehen und jetzt steht der Kaufhof, Galerie Kaufhof Karstadt wieder vor einer Riesensituation. Und wenn das ein Rechtsstaat ist, dass die Leute kassieren dürfen, solange es gut geht, und wir Steuerzahler müssen das Ding übernehmen, dann sage ich mir, dann bezweifle ich, dass das noch ein Rechtsstaat ist. Und wir brauchen die Haftung und Verantwortung zurück. Und ich habe die Rechtsform EK und weiß, dass ich für alles mit meinem gesamten Privatvermögen hafte. Und deshalb sind meine Entscheidungen verantwortungsvoller und überlegter und vor allem ist der Größenwahn ausgeschaltet. Weil ich weiß, wenn ich Größenwahn habe, dann bin ich als Erster im Risiko. Also mehr Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung, die muss zurück. Und die muss zurück bis zum kleinen Unternehmer. Und die normalen Kleineren, die haben ja meistens, sind ja verantwortlich. Ja, die haben ja auch meistens die Haftung und so weiter. Aber je größer er ist und Familienunternehmen, die werden so groß, dass die Kinder am Schluss sagen, das will ich nicht mehr. Ist auch falsch. Meine Kinder müssen mit Stolz und sind mit Stolz ins Unternehmen gekommen vor 8 und 9 Jahren und haben mit Stolz gesagt nach ihrem Studium in England, sie waren im englischen Internat, haben dann in England studiert, haben sie gesagt, wir möchten in die Firma und möchten das, was die Eltern vormachen, auch nachmachen. Deshalb, wir sind das Vorbild für die Kinder. Ist das Vorbild positiv, wird die Nachfolge problemlos gemacht. Ist das Vorbild negativ, dann wollen die Kinder meistens nichts davon wissen. Wir sind ja oft als Unternehmer an politische Entscheidungen gebunden. Einige Entscheidungen der Politik sind gut, der Regierung, die sind gut für uns Unternehmer, einige natürlich nicht. Welche
Fehlentscheidungen waren denn in den vergangenen Jahren von der Politik da, Ihrer Meinung, und müssen sich unbedingt ändern, damit es der Wirtschaft auch wieder besser geht und sprich nachgelagert uns Unternehmer, damit wir hier wieder weiter aufbauen? Das, was ich Ihnen gerade ja gesagt habe. Ich sag mal, ich frage mich, wenn Sie eine Versicherung abschließen, dann fragen Sie nach der Prämie Vollkasko und nach der Prämie Selbstbeteiligung. Und deshalb sind die Prämien unterschiedlich und dann zahlen Sie für Vollkasko mehr und so. Und im Unternehmertum können Sie eine EK machen mit 100%iger Haftung. Ich zahle die gleichen Steuern wie jeder, der nicht haftet. Und das sollte schon ewig, sage ich schon an, abgestellt werden. Nicht wegen mir, sondern dass die Politik erkennt, wenn die Verantwortung in die Unternehmen zurückkommt, dann ist die Wirtschaft fundierter, man ist verantwortungsvoller und hat vor allem diesen Größenwahn und die Gier nicht. Und deshalb habe ich gesagt, 50% Steuerrabatt, Einkommensteuerrabatt für die persönlich haften. Dann würden mehr in die persönliche Haftung gehen und da verliert der Staat nichts. Weil wenn die in der Haftung sind, Fehler machen, müssen sie ja alles, was sie gespart haben, wieder zurückgeben. Also, und die Investitionen von persönlich haftenden Unternehmern sind natürlich sicherer als Investitionen von denen, die sagen, geht's gut, kassiere ich, geht's schlecht, schmeiße ich hin. Okay, also würde es auch bedeuten, wenn Sie, angenommen, eine wilde These, Sie werden Bundeskanzler der neuen Bundesregierung. Sie dürfen 3 Entscheidungen treffen. Ja, was uns Unternehmer betrifft, wäre es eine Entscheidung, mehr Eigenverantwortung, dass man nur kalkulierte Risiken eingeht und dann auch ja für... Die Haftung wäre aber auch die Verantwortung als Familie für die Kinder. Wissen Sie, dass ich sage, wenn ich sage, eine 14-jähriges Mädchen, die ist nachts um 12, wird umgebracht oder was? Die hat nachts um 12, wenn sie in einer Familie ist, gar nichts draußen verloren. Die Eltern haben die Verantwortung auch für ihre Kinder. Und so ist es auch bei mir gewesen. Ich war lange Junggeselle und ich habe dann selbstverständlich auch die Verantwortung für meine Frau und meine Kinder übernehmen müssen. Und da gibt's keine Diskussion. Meine Kinder sind natürlich längst erwachsen. Aber wenn die etwas täten, was nicht in Ordnung ist, dann könnte man mir die Verantwortung vorwerfen, die ich nicht eingehalten habe. Ich kann alles verantworten, auch bei meinen Kindern, was sie tun, weil sie so erzogen sind. Okay, die Eigenverantwortung, die Haftung. Gibt es noch 2 Dinge, die Sie sofort ändern könnten in der deutschen Wirtschaft, wenn Sie an der Macht wären? Gut, das sind ja wesentliche Dinge, wenn Sie sagen, die Verantwortung zurück. Das betrifft ja sehr viel, privat und auch geschäftlich. Und dann die Haftung eben, dass die zurückkommt. Dann ist ja alles gesagt. Wissen Sie, dann ist natürlich die Frage, wissen Sie, ob auch in der Politik, ich sage ja auch in der Politik, die haben ja hohes Einkommen, überhaupt kein Neid, alles wunderbar. Aber sie sollten mindestens, wenn sie gravierende Fehlentscheidungen mit ihren Bezügen haften, nicht privat mit ihrem Vermögen, aber mit ihren Bezügen, dann wäre manches etwas anders überlegt. Und auch bei entsprechenden Vorständen und so weiter, das sollte so sein. Ja. Für die Fehlentscheidung gerade stehen, kann man eigentlich so sagen. Also ich möchte mal so sagen, wenn Sie einen Hund haben, dann müssen Sie selbstverständlich, wenn der jemand anders beißt, dafür gerade stehen. Wenn Sie aber ein Kind haben, wissen Sie, und das bringt einen anderen um, dann sind Sie nicht, da wird nicht mal Ihr Name genannt. Und da sage ich mir, wir brauchen wieder generell in unserer Gesellschaft die einzelne Verantwortung zurück. Wenn ich eine Familie gründe, dann muss ich auch dafür die Verantwortung übernehmen. Und so ähnlich, wenn ich eine Firma gründe, dann muss ich auch für meine Mitarbeiter die Verantwortung nehmen. Und der Mitarbeiter muss auch für seine Arbeit am Arbeitsplatz die Verantwortung übernehmen. Sehr gut. Sehr gute Antworten. Ja, ich bedanke mich für das spannende Interview, für Ihre Zeit, Herr Grupp. Sie sind ja schon wieder direkt im Anschluss, auch wenn Sie sagen, Sie freuen sich am Freitag aufs Wochenende. Sie haben vor dem Interview gesagt, direkt im Anschluss haben Sie noch einen Vortrag. Also dann muss die Jagdhütte noch warten. Ja, gut, ich möchte nur so sagen, dann ist heute halt ein bisschen später heute Abend. Ja, ich bedanke mich von ganzem Herzen für Ihre Zeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch in die Kommentare hinein. Wir freuen uns drüber. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Herr Hauer. Bitteschön.